herzlich willkommen. Für heute habe ich für euch ein Muster vorbereitet, den ich demnächst in einem Topf verwende als Anfang. Ich würde da kein Bündchen stricken zum Beispiel, sondern würde ich sofort mit dem Rand anfangen. Deswegen habe ich euch das ein Rapport hier gezeigt und ein paar Reihen glatt rechts gestrickt, dass du das besser sehen kannst, dieser Abstand, was ich meine, wenn ich jetzt ein Anfang damit mache. Gestrickt habe ich das aus Baumwolle, 100% Baumwolle, weil das Topf möchte ich auch aus Baumwolle stricken. Ich warte schon auf die Wolle, habe ich bestellt. Ich finde das ganz toll, wenn du zum Beispiel nach dem Rand, nach dem Muster, zum Beispiel ein paar Reihen glatt rechts strickst und dann wieder machst du zwei, drei Reihen nur Ajourmuster oder Lochmuster, je nachdem. Das ist die linke Seite. Skizze habe ich auch dafür. Und wir haben Maschenzahl, wie du siehst hier. Ich habe hier drei Rapports gestrickt. Ein Rapport in der Breite und ein nach oben hier. Insgesamt sind das drei. Wir haben jetzt dafür die Skizze auch. Die erkläre ich euch jetzt. Wir haben hier Maschenzahl teilbar durch 16 plus 2 Randmaschen. Wenn du in Runden strickst, hast du nur die 16 Maschen, du hast keine Randmaschen. Nach oben haben wir 24 Reihen. Die 25. Reihe musst du wieder ab der ersten Reihe anfangen. Die geraden Reihen 2, 4, 6, 8 und so weiter. Ich rede jetzt über Reihen. Da strickst du die Maschen, wie die erscheinen. Die erscheinen hier bei diesem Muster alle nach links. Also die geraden Reihen strickst du alle Maschen nach links. Wenn du in Runden strickst, die geraden Runden strickst du alle nach rechts. Die Maschen erscheinen dann als rechte Maschen und auch die Umschläge strickst du nach rechts. Wir haben hier in Blau gezeichnet rechte Maschen. Das sind alles rechte Maschen. Die Umschläge habe ich hier im Grün. Hier haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die biegen sich nach links und die nach rechts. Und das, die grüne Kästchen hier, die haben keine Bedeutung, das heißt, das sind keine Maschen. Da strickst du nur drei rechts, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, zwei rechts, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, drei rechts. Und wiederholst du zweiter Rapport bis hier, dann sofort die zwei rechts, dann das und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen, es ist wirklich sehr einfaches Muster. Ich würde heute mit euch ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben stricken. Ich habe nach den 16 Maschen plus zwei Randmaschen habe ich angeschlagen, habe ich eine Reihe nur linke Maschen gestrickt. Musst du nicht, aber ich habe das so gemacht. Und jetzt fange ich mit euch gleich mit der ersten Reihe. Bevor ich mit euch, ich weiß nicht, ob ich bin durcheinander jetzt. Wir arbeiten, das ist nur Randmuster. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass nach der 24. Reihe kannst du weiter stricken. Quatsch, kannst du nicht weiter stricken, weil am Ende hast du 12 Reihen, Maschen. Du fängst an mit 16 Maschen und endest mit 12 Maschen. Das, was ich euch hier zeige, das ist nur als Rand. Egal, ob du Sommerrock strickst aus dünner Baumwolle oder früher für Frühling für deine Enkelin oder deine Tochter. Es ist nur dieser Rand.
Das heißt, wir fangen an mit 16 Maschen und enden mit 12. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte, so wie ich mir das vorgenommen habe, ein Top, so wie die Mira, mit diesem Anfang machen, mit diesem Rand. Statt Bündchen möchtest du so einen Rand haben. Dann, ich habe hier schon, ich erkläre euch, wieso, weshalb, warum habe ich die Summe hier erreicht, die 80. Und zwar, wir haben angenommen 60 Maschen, müssen wir haben. Das heißt, wir haben jetzt die Summe hier gerechnet mit den 60 Maschen. Ich brauche zum Beispiel 60 Maschen für mein Projekt, für vordere Teil als Beispiel. Dann muss ich 5 mal die 12. Da ergeben sich 60 Maschen. Siehst du? Das sind, du rechnest die hier am Ende sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aber dazu musst du natürlich jetzt die 4 Maschen, die hier am Anfang waren. Weil wenn du jetzt von den 16 Maschen, fehlen da 4 Maschen. Wenn wir hier am Ende 12 noch haben, fehlen da die 4 Maschen. Also, wir müssen die 4 Maschen dazu geben. Wenn wir jetzt 5 mal die 4 Maschen machen, dann ergeben sich 20 Maschen, okay? Dann haben wir 80 Maschen. Also, das ist die Summe, diese Maschenzahl, wenn du insgesamt 60 brauchst, am Anfang musst du 80 anschlagen. Weil am Ende, wenn du schon fertig bist, hast du die 60 Maschen für deine 5 Rapports. Ich hoffe, ich habe das euch so gut erklärt, dass du das verstehst. Jetzt können wir anfangen. Wir fangen an mit der ersten Reihe, die Randmasche. Die erste Randmasche hebe ich, die letzte stricke ich nach links. Nach der Randmasche haben wir eine Masche rechts und einen Umschlag. Dann kommen 5 Maschen rechts. Dritte, die vierte und auch die fünfte. Dann kommen 2 Maschen zusammen verschränkt. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen, aber von hinten. Holst den Faden und damit machst du 2 Maschen zusammen verschränkt. Die biegt sich, die Masche, die hier entsteht, in die linke Richtung. Dann die 2 nächsten Maschen, die strickst du zusammen nach rechts. Da musst du die rechte Stricknadel unter den 2 Maschen, aber von vorne, Faden holen, fertig. Die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Und dann haben wir wieder 5 Maschen nach rechts. Ein Umschlag und eine rechte Masche. Ab jetzt wiederholst du so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche, ich stricke die nach links. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zweite Reihe, alle Maschen nach links. Auch die Umschläge, wenn du in Reihen strickst, die strickst du auch nach links. Hier ist zum Beispiel Umschlag, den stricke ich auch nach links. Alle linke Maschen. Die dritte Reihe. Nach der Randmasche haben wir eine Masche nach rechts. Dann kommt ein Umschlag und 3 rechte Maschen. 1, 2 und auch die dritte. Dann haben wir 2 Maschen zusammen verschränkt, also von hinten Faden holen, ein Umschlag, 2 Maschen zusammen verschränkt, fertig. Die nächsten 2 Maschen strickst du zusammen, aber die biegt sich nach rechts. Also von vorne direkt der Stricknadel, Faden holen. Ein Umschlag und noch einmal 2 Maschen zusammen nach rechts. Dann
3 rechts, ein Umschlag, eine rechts. Und ab jetzt wiederholst du deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche, wenn das die Arbeit, und dann strickst du die vierte Reihe oder vierte Runde, so wie die Maschen erscheinen. In Reihen alle Maschen nach links, in Runden alle Maschen nach rechts. Die fünfte Reihe, die Randmasche, nach der Randmasche haben wir wieder die eine Masche nach rechts, ein Umschlag und 3 rechte Maschen. Wie du siehst, die fünfte Reihe ist genauso wie die dritte. Nach den 3 rechten Maschen strickst du 2 Maschen zusammen verschränkt, machst einen Umschlag und wieder 2 Maschen zusammen verschränkt. Dann kommen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also die rechte Stricknadel von vorne, Faden holen. Ein Umschlag und noch einmal 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne. 3 rechte Maschen, ein Umschlag und eine rechts. Jetzt wiederholst du deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die eine Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und hast jetzt die 6. Reihe, alle Maschen nach links. Wir haben jetzt die 7. Reihe, die Randmasche, nach der Randmasche eine nach rechts, ein Umschlag, 2 rechts. Ein Umschlag und eine rechte Masche. 2 Maschen zusammen verschränkt. 2 Maschen zusammen verschränkt, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen und noch einmal 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine rechte Masche, ein Umschlag, 2 nach rechts, ein Umschlag, eine rechte. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche. Bei mir ist das die linke Masche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 8. Reihe. Wir haben jetzt die 9. Reihe. Randmasche nach der Randmasche, eine Masche rechts. Wie du siehst, die gehen hier die rechten Maschen vorne und hinten von der ersten bis letzte Reihe. Dann haben wir einen Umschlag. Und nach dem Umschlag wieder eine Masche rechts und wieder ein Umschlag. Dann haben wir 2 rechte Maschen, 2 zusammen verschränkt, die biegen sich nach links und noch einmal 2 zusammen verschränkt. Die nächsten 2 Maschen, die strickst du zusammen nach rechts, von vorne. Und noch einmal 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. 2 rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag, eine rechts. Und du wiederholst deine Rapport. Nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche. Bei mir ist das die linke Masche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die nächste 10. Reihe, alle Maschen nach links. Wir sind jetzt bei der 11. Reihe, nach der Randmasche eine Masche nach rechts und dann haben wir einen Umschlag. Nach dem Umschlag kommen 3 Maschen nach rechts und wieder ein Umschlag. Dann haben wir 2 Maschen zusammen verschränkt und noch einmal 2 zusammen verschränkt. Die nächsten 2 Maschen, die strickst du zusammen nach rechts. Das heißt, von vorne die rechte Stricknadelfaden holen und noch einmal 2 zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, 3 rechte Maschen, ein Umschlag und eine rechts und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 12. Reihe, alle Maschen nach links. Du bist jetzt bei der 13. Reihe und nach der Randmasche kommt eine rechte und ein Umschlag. Dann kommen 2 Maschen nach rechts und 2 Maschen zusammen verschränkt. Eine rechts, ein Umschlag und 2 zusammen verschränkt. Dann kommen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine rechte Masche, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. 2 Maschen rechts,
ein Umschlag und eine rechte. Und jetzt wiederholst du deine Rapports, so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die 14. Reihe strickst du alle Maschen nach links. Wir haben jetzt die 15. Reihe, die Randmasche und dann haben wir zwei Maschen nach rechts, ein Umschlag und wieder zwei rechte Maschen. Dann hast du diese grüne Kästchen, das hat keine Bedeutung, das ist keine Masche. Nach den zwei rechten Maschen strickst du sofort zwei Maschen zusammen verschränkt und noch einmal zwei zusammen verschränkt. Dann zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Manche fragen sich, wieso ich die drehe, weil ich nicht klassisch stricke. Klassisch, das heißt von vorne. Du hast bestimmt gemerkt, dass ich die rechte Maschen immer verschränkt stricke. Deswegen drehe ich die Wände, dass die hintere Wand von der Masche vorne ist und dann kann ich die zusammen nach rechts stricken. Dann liegen die ganz glatt, so wie bei klassischen rechten Maschen. Nach den zwei, nochmal, wir haben zwei zusammen nach rechts, zwei zusammen nach rechts und dann ist wieder grünes Kästchen, keine Bedeutung. Sofort haben wir zwei Maschen rechts, Umschlag und zwei rechte Maschen. Und du wiederholst die Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die 16. Reihe, die strickst du alle Maschen nach links. Reihe 17, Randmasche und drei rechte Maschen. 1, 2 und 3. Umschlag 2 rechts. Dann haben wir wieder ein grünes Kästchen, das heißt, da ist keine Bedeutung, keine Masche. Sofort nach den zwei rechten Maschen stricken wir zwei Maschen zusammen verschränkt. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne. Dann kommen zwei Maschen rechts, ein Umschlag und drei rechte Maschen. Und du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport kommt die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und hast die 18. Reihe, alle Maschen nach links. Wenn du in Runden strickst, strickst du alle Maschen nach rechts. Denk bitte dran, dass in Runden hast du keine Randmaschen, wenn du die Maschen berechnest. Wir sind schon bei der 19. Reihe, die Randmasche. Nach der Randmasche haben wir eine rechte Masche und ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Dann kommen wieder zwei zusammen verschränkt. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine rechte Masche. Ein Umschlag, eine rechts, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, eine rechts. Nach deinem letzten Rapport strickst du die Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die 20. Reihe strickst du alle Maschen nach links. Die 21. Reihe. Randmasche, 2 rechts, Umschlag, 2 zusammen verschränkt, eine rechte Masche, dann hast du da 2 Kästchen grün, keine Bedeutung, keine Masche. Nach der einen Masche kommen wieder zusammen 2 Maschen verschränkt und dann 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Danach kommen wieder die 2 Kästchen, die haben keine Bedeutung, also nach den 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, kommt sofort die eine rechte Masche. Dann kommen wieder 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Will nicht. Jetzt. Ein Umschlag und 2 rechte Maschen. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche nach links. Dann wendest du die Arbeit und 22. Reihe strickst du alle Maschen nach links. Die vorletzte Reihe, die 23. Randmasche und 3 Maschen nach rechts.
ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. In der Mitte haben wir zwei Maschen rechts und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne, Faden holen, ein Umschlag und drei rechte Maschen. Du wiederholst deine Rapports, nach dem letzten Rapport strickst du die Randmasche, danach wendest du die Arbeit und strickst die letzte, 24. Reihe, alle Maschen nach links. Wie du siehst, das ist wirklich sehr einfaches Muster und wenn du sowas planst wie ich, zum Beispiel eine Tunika oder ein Top, dann Anfang statt gewöhnliche Bündchen kannst du das verwenden. So, wir haben unser ein Rapport nach oben und ein in der Breite fertig gestrickt schon. Ich wollte noch dazu sagen, das kleine Stückchen hier für euch habe ich mit Merino-Wolle gestrickt. Etwas dicker Wolle ist das. Das sind wieder meine Reste. Entschuldigung. Und wenn du jetzt deine Arbeit fertig hast, ich war hier ein bisschen clever als in den letzten Muster, was ich für euch in Lila hier gezeigt habe, weißt du, wo ich das Bügeleisen so heiß gehabt habe. Hier habe ich das mit Dampfbügeleisen, beziehungsweise ich habe mit Dampf das ganz leicht nur feucht gemacht sozusagen und da kannst du sehen, es rollt sich hier nicht. Siehst du? Und natürlich ist das ganz anderer Effekt, wenn du mehrere Rapports hast, als so wie ich hier bei einem Rapport. Mit etwas dünner Wolle oder Baumwolle würde das bestimmt auch ganz, ganz toll aussehen. Das, was ich jetzt mir bestellt habe, die Baumwolle, ist etwas sogar dünner als die, die hier im Orange ist. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Wenn ja, kannst du das nachstricken für dein Sommer- oder Frühjahrsprojekt. Meine Katzen spielen wieder verrückt. Und sonst wünsche ich euch schönen Tag, schönen Montag und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund. Bis eure Mira.